Und wenn diese Annahme stimmt, dann können Sie jetzt bis zu 240% Gewinne mitnehmen. Willkommen zu einem neuen Video vom Bullish Impuls. Heute reden wir erneut über Quant und wie es dort jetzt im erweiterten Chart weitergehen wird. Bevor das Video so richtig losgehen kann, möchte ich Sie einmal darum bitten, uns einen Daumen nach oben dazulassen und den Kanal zu abonnieren, damit Sie keine weiteren Videos wie dieses hier verpassen. Bringen wir direkt hier rein in den 4-Stunden-Chart. Sie sehen ja hier die Annahme, dass wir aus einer Welle 1 kommen und jetzt in eine Welle 2 korrigiert haben. Hier in einem WXY im Muster und dieses war nochmal gesplittet in der Welle Y in eine WXY-Struktur und hier hatten wir dann eine ABC-Struktur mit den folgenden Zielzonen zwischen 91 US-Dollar und 82 US-Dollar 60 mit der übergeordneten Zielzone. Hier die doppelte Confluence eben zwischen dieser Zielzone und einer anderen Zielzone. Einmal die Zielzone der Welle C und einmal die spezifische Zielzone der Welle X. Und Sie sehen hier, dass die überschneiden. Und wenn man die Preisbereiche anschaut, 95 US-Dollar bis 61 US-Dollar, ist natürlich der eine Preisbereich größer, weil der davon ausgeht, dass wir hier weiter extendieren. Ich zeige Ihnen aber jetzt etwas im One-Hour-Chart, das uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass diese Annahme vielleicht nicht mehr stimmen könnte. Jetzt befinden wir uns hier also im 1-Stunden-Chart. Hier ist die Welle C aufgebröselt in die 1, 2, 3. Und diese 3 hatten wir hier eigentlich festgelegt, dass sie runter korrigieren sollte. Deshalb ist hier auch schon keine Zielzone mehr. Aber wenn wir das Ganze uns einmal anschauen mit dem Fibonacci-Tool, dann können wir feststellen, dass diese Welle 3 sehr weit runter korrigieren sollte. Und das hat sie ja, wie wir sehen, eigentlich noch nicht getan. Und da es eine untergeordnete Welle ist, kann natürlich sein, dass die Volatilität hier nicht so groß ist. Wobei man hier in letzter Zeit große Vola sehen kann. Und das hat uns etwas aufmerksam gemacht auf diesen Chart. Und wir gehen nach wie vor eigentlich davon aus, dass sie hier runter korrigieren sollte. Aber jetzt haben wir eine neue Struktur entdeckt in diesem Chart und ihn natürlich analysiert. Und das wollen wir Ihnen gar nicht vorenthalten. Deshalb springen wir direkt mal rein in unsere neue Annahme. Jetzt befinden wir uns also in der neuen Annahme. Wir sehen hier eine übergeordnete Welle 1, eine untergeordnete Welle WXY-Korrektur, die die Welle 2 abschließt. Und hier haben wir eine mögliche Struktur festgestellt. Zum einen sehen Sie ja, dass die Welle A und C somit fast auf der gleichen Höhe endeten, was darauf hindeuten könnte, dass wir hier auf eine Flat-Korrektur gestoßen sind, dass wir hier doch schon die Welle Y beendet haben. Was das bedeutet, ist einfach, dass wir die Korrektur bereits abgeschlossen haben. Das heißt, die Welle 2 wäre schon beendet und deshalb haben wir hier eine neue Annahme und die basiert auf mehreren Dingen. Zum einen dieser Flat-Korrektur-Theorie, zum anderen, wenn wir uns das Ganze anschauen, wir hatten hier einen impulsiven Anstieg, den wir eigentlich als eine andere Welle vermerkt hatten, zudem eine Korrektur hin zur Welle 2 und diese hat auch unsere Zielzone hier getroffen, wie Sie sehen können. Der Preis läuft hier rein in dieser kontrahierenden Diagonale, das heißt, sie ist nicht parallel und sie geht auch nicht nach oben, sondern sie ist kontrahierend, das heißt, sie überschneidet sich an einem gewissen Punkt. Und wie wir sehen, ist der Preis jetzt von dort aus impulsiv nach oben gestiegen, mehr als alles andere, was katalysiert wurde durch den Gewinn von XRP Ripple gegen die SEC und somit auch eine kleine Altcoin-Season, die wir schon über mehrere Charts beobachten konnten in verschiedenen Altcoins wie Solana, XRP, Litecoin. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, haben wir hier einen sehr impulsiven Anstieg. Und wenn man jetzt nach dieser Theorie gehen würde und der Chart hier wirklich einen Wert hinlegen würde, der durchbricht durch diese Stelle. Wir sehen, er ist genau bei 112 Dollar momentan und ist kurz davor, die Diagonale zu verlassen. Und das hieße im Endeffekt nichts anderes, als dass wir eine neue Annahme hätten. Und diese neue Annahme würde sich hier eben bestätigen. Und wenn er ausbricht, dann hätte er folgende Ziele. Zwischen 161,8%igen bis zum 223,6%igen Extensionsniveau des Fibonacci Retracement Tools und wir sehen hier, das liegt zwischen 133 US-Dollar und 146 US-Dollar, diese Preiszone, die der daraus brechen würde und das könnte jetzt folgenderweise ablaufen. Wir sehen hier einen Anstieg dann hin in diese Zielzone und danach wieder ein Abverkauf Richtung des 50er bis zum 77er Fibonacci Retracement Tools zwischen 117 Dollar und 110 Dollar. Hierhin würde er abverkaufen und dann in eine Welle 5 starten. Wenn diese Annahme stimmt, wovon man nur ausgehen kann, wenn diese Diagonale gebrochen wird, dann würde es bedeuten, dass wir bereits im Bullenmarkt sind. Das heißt, in der übergeordneten 3 und diese übergeordnete 3 würde dann extendieren bis hin zu Preisleveln, die ich Ihnen gleich noch zeige. Und was wir auch bedenken sollten, was sehr wichtig ist, wenn man sich das Ganze im Datenbereich hier einmal anschaut, er ist seitdem hier schon um rund 10% angestiegen. Und dieser Anstieg ist schon deutlich für so einen Preis.
Und wenn man sich anschauen würde, wo er hier eben weiterläuft, wenn diese Diagonale durchbrochen wird, schauen wir uns das Ganze an, würde er nochmal mindestens 18% ansteigen und maximal eben hier diese 30% Marke treffen, wonach er dann erst wieder abverkaufen würde in diesen Bereich hier. Und das wäre dann ein Abverkauf von rund 18%. Wir schauen uns das jetzt aber kurz nochmal im Eintageschart an, damit Sie besser verstehen, was hier eigentlich passiert. Jetzt sind wir im Eintageschart. Jede Kerze repräsentiert jetzt genau einen Tag. Und Sie sehen hier, wir hatten ja genau das Level der 70,7er getroffen auf $94. Und dieses Level ist sehr interessant, da der Preis nie wieder darunter gelaufen ist seit Mai. Und deshalb könnte man davon ausgehen, dass wir uns bereits hier in dieser untergeordneten Welle 1, der übergeordneten Welle 3, die ich vorhin schon ansprach, befinden. Und wenn das der Fall ist, dann würde der Chart nun wirklich im Bullrun angekommen sein, was eine mögliche Altcoin-Season bei Quant zumindest einleiten würde, was sehr, sehr spannend wäre. Er müsste mindestens bis zu diesem $163,14 Level laufen, damit wir hier von einer validen 1 ausgehen können. Wir können hier bereits von einer abgeschlossenen 2 ausgehen, weil ich Ihnen das ja gerade gezeigt habe. Und wenn diese Annahme stimmt, dann können Sie jetzt bis zu 240% Gewinne mitnehmen. Dieser Gewinnbereich ist sehr stark und würde wirklich diesen neuen Bullenmarkt einleiten. Man muss wirklich jetzt nur noch beachten, ob er diese Diagonale verlässt. Und wenn er das tut, dann befinden wir uns definitiv im Bullrun. Das kann man dann garantieren, da er nicht mehr wirklich dahin zurücklaufen kann, wo diese Ziele gesetzt waren. Wir gehen nochmal einmal auf die Zielzonen ein und dann sage ich Ihnen, warum diese Zielzonen wahrscheinlich nicht mehr getroffen werden. Weil eine Sache, die Sie hier bedenken müssen, ist ganz einfach. Normalerweise ist der goldene Schnitt bei 61,8. Und wenn dieser unterschritten wird, dann ist es immer unwahrscheinlicher, dass wir weiter im Preis sinken. Eine Welle 2 kann zwar in der Theorie 99% retracen, muss sie aber nicht. Und deshalb gehen wir nun davon aus, dass wir bei Quant bullish gestimmt sind und Sie eben dann diese 240% Gewinne hier mitnehmen können. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte Sie einmal auch darauf hinweisen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, bullishimpulsemanagement@gmail.com. Dort könnt ihr uns sämtliche E-Mails schreiben mit Fragen zum Chart oder mit sämtlichen anderen Fragen, die Sie betreffend zu unserem Content haben, aber auch Kooperationsanfragen gerne dorthin. Zum Ende möchte ich Sie noch einmal beruhigen und sagen, dass wir bei Quant definitiv keine Sorgen haben müssen. Im schlimmsten Fall sollte man, wenn es wirklich hier Leute gibt, die investieren wollen, nicht unruhig werden, sondern sich den Markt einfach anschauen und gucken, was passiert. Wir werden Sie weiterhin updaten, keine Sorge, abonnieren Sie gerne den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie diese Updates auch nicht verpassen. Weiteren möchte ich einmal sagen, dass, wenn hier der Bullmarkt eintreten sollte, man dennoch mit Stop-Loss arbeiten muss. Das heißt, Sie haben ja hier diese Zielzone, die wir hier eingezeichnet haben. Und wenn Sie keine zu großen Verluste machen wollen, dann würde man hier eben unter das 78,6er Niveau von dem Fibonacci Retracement diesen Stop-Loss hinsetzen und dann könnte man hochziehen in die verschiedenen Bereiche. Wahrscheinlich hier in die übergeordnete 1, beziehungsweise in dem Fall sogar die untergeordnete 1 und würde dennoch 65% Gewinne erstmals mitnehmen und nur 18% Verlust haben, was ein Risk-to-Reward-Ratio ist von 3,5. Dieses Trade-Niveau könnte man hier in der Theorie eingehen. Ich bedanke mich recht herzlich nochmals für Ihre Aufmerksamkeit und würde dieses Video gerne abschließen damit. Vielen Dank.